Dieser Sommer ist ja sehr gefährlich, was Pauschalaussagen angeht. Er war in weiten Teilen Deutschlands, vor allen Dingen in der Südhälfte, ein oftmals stabiler und heißer, jetzt eben schwüler Sommer. Im Norden hatte er am Anfang viel Stabilität, dann brach er weg und er kam auch nicht mehr richtig in Gang. Das wird sich in den kommenden Tagen ändern. Dann bekommen auch mal alle Nordlichter Sonnenschein und hochsommerliche Wärme und Hitze zu spüren. Und der Süden bekommt mal trockenere Hitze. Da kommen wir raus aus dieser Schwüle. Es wird ein paar schöne Hochsommertage geben. Und wie wichtig das ist, das haben wir heute Morgen besprochen, weil dann geht es sowas von rapide bergab, jahreszeitentechnisch. Und so sah es gestern beim Thorsten in Erfurt aus, mit der Superzelle, die darüber gezogen ist. Und das wird heute auch passieren. Grüße Sie und grüße euch. Vielmehr heute Nacht. Schauen wir uns mal kurz die Situation an. Jetzt nehme ich euch mal mit in diese Wetterkarte. Die ist von der kommenden Nacht 2 Uhr. Wir sehen den Druck in weißen Linien, das sind die Isobaren. Und hier die Farbschattierungen, das sind die Flächen in 5,5 Kilometer Höhe. Und da erkennen wir eine Staffelung über Deutschland. Und da ist also eine Luftmassengrenze in 5,5 Kilometer. Höhe. Da liegt ein Tief vor dem Toren Europas auf dem Atlantik. Hier ein Hoch über der nördlichen Nordsee und dem südlichen Nordmeer. Ein Tief wieder über Skandinavien. Dann ein weiteres Hoch und hier ein Hoch. Also ein heilloses Durcheinander. Und dann gibt es da noch so ein Mini-Kringel. Das deutet schon darauf hin, da ist ein bisschen was im Busch. Man muss da ganz tief reinzoomen. Die Temperaturen in 1500 Meter Höhe liegen hier mit der 15 Grad Isotherme südlich davon wärmer bzw. heißer, nördlich davon kühler. Und ein Knick. Und genau da drin entsteht diese Luftmassengrenze. Und normalerweise ist es so, Luftmassengrenze, Schau und Gewitter ziehen durch. Am nächsten Tag ist wieder alles vorbei. Aber jetzt kommt da so eine Bremse rein, eine richtige Vollbremsung. Auf der einen Seite haben wir hier im Vorfeld dieses Tiefs Südwestwind. Hier haben wir Südwind, das zieht schon mal alles da rein und dann wird das so richtig schön zentriert mit den Schauern und Gewittern an dieser Luftmassengrenze. Das ist nochmal so ein zusätzlicher Faktor. Aber da kommt durch dieses Tief, ich habe den mal ganz grob eingezeichnet, den Pfeil, Nord- bis Nordostwind. Das heißt, diese Schauer- und Gewitterfront, die da rumziehen will, wird eingebremst. Das heißt, wenn da dieser Gewittercluster kommt, kommt er erst mit Schwung. Er schwächt sich dann immer weiter ab und kann an Ort und Stelle sehr viel Regen bringen. Und er wird dann rumkurven bis morgen Nachmittag, vor allen Dingen im Norden Deutschlands und im Nordosten, noch für Regen sorgen. Dass es dann heißt, hallo, es soll doch heiß werden. Wieso haben wir nur 16, 17 Grad und Regen? Schauen wir mal die Situation jetzt am Abend an. Da wird dieses Ding, das momentan schon über Frankreich und den Benelux-Ländern zum Teil liegt, zu uns ziehen, erreicht den Südwesten. Das sind noch normale Schauer und Gewitter, die natürlich kräftig punktuell ausfallen können. Der richtige Schwung kommt dann noch. In diesen Gebieten klingen die meisten Schauer und Gewitter des Nachmittags ab. Und dann rund um Mitternacht entwickelt sich eine richtig giftige Zelle in diesen Gebieten. Da geht die Post ab. Es drohen sintflutartige Regenfälle, Hagel, schwere Sturmböen. Vor allen Dingen am Südrand der Zelle wird es sehr windig werden. Außenrum sind die Unsicherheiten und auch im orangen Bereich hier kann es Schauer und Gewitter geben. Aber der Kernbereich sollte hier liegen. Im weiteren Verlauf der Nacht zieht das Ganze dann weiter ost- bis nordostwärts. Von den Modellen her wird davon angenommen oder ausgegangen, dass es bis ins nördliche Baden-Württemberg reingeht, auch ins nördliche Franken. Es kann gut sein, dass einzelne Gewitterzellen nochmal so zusätzliche im Süden anstückeln, die wie aus dem Nichts kommen. Und da habe ich den orangen Bereich dafür genommen. Also in diesen Bereichen besteht erhöhte Unwettergefahr im Laufe der Nacht. Und in diesen Gebieten hier, die mal dunkelblau sind, können durch diese Schauer und Gewitter, die punktuell sehr viel Regen bringen, 30 bis 80 Liter auf den Quadratmeter runterkommen, sprich Überschwemmungsgefahr. Es kann dann auch Erdrutsche geben, Überflutungen von Feldern auf den Straßen. Viele Felder sind ja Gott sei Dank noch begrünt oder da ist noch was drauf. Da kann die Erde nicht weggeschwemmt werden, aber es können Keller volllaufen und Unterführungen. Und das Ganze in der Nacht, das macht das besonders unangenehm. Und dann haben wir noch den Wind. Es besteht die Gefahr von Spitzenböen von 90 bis 120 Kilometer pro Stunde, abseits besonderer Wetterereignisse wie zum Beispiel Tornados, die auch jederzeit entstehen können bei schweren Schauer- und Gewitterlagen. Aber hier besteht die Gefahr von schweren Windböen. Nicht überall und nicht durchgehend, aber es kann eben passieren. Da kommt ein größeres Gewittermonster, das dann nach Nordosten zieht und morgen Nachmittag über dem Nordosten liegen wird, meist in der Form von Regen. Am Südrand dieses Regengebiets wird es Schauer und Gewitter geben. Und wir haben ja immer noch so die Reste dieser feucht-heißen Luft da.
Das heißt, hier wird es ab etwa 16, 17 Uhr nochmal punktuell zu einzelnen sehr starken Gewitterzellen kommen können, die auch langsam rumziehen, die blubbern da in der Atmosphäre rum und duschen dann richtig runter mit sintflutartigem Regen, Hagel und Sturmböen, betrifft auch die östlichen Mittelgebirge. Dann ist es größtenteils durch. Schauen wir uns mal die Niederschlagssummen an. Nach dem amerikanischen GFS-Modell soll das herunterkommen bis einschließlich Freitag. Das meiste hier im Süden von Hessen, in Rheinland-Pfalz, dem Saarland, in Baden-Württemberg, und später zieht das Ganze nach Nordosten bzw. Norden ab. Mehr als gleichmäßiger, gewittriger Regen und punktuell sind sonst Gewitterzellen unterwegs, im Südosten jetzt weniger. Das deutsche Modell Icon macht den Schwerpunkt der Niederschläge eher in Hessen, Teilen Thüringen, Sachsen-Anhalt bis rauf nach Mecklenburg und im Osten Niedersachsens. Das wird immer so hin und her gehen. Das sind nur Richtlinien. Das ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn die Gewitterzelle sich entscheidet und sagt, ich ziehe 100 Kilometer weiter südlich und bringe mehr Niederschlag, stimmt die Niederschlagsvorhersage genauso, als wenn die Gewitterzelle etwas schwächer ausfallen wird. Nochmal, es sind Pi mal Daumen Richtlinien. Kommen wir kurz zu der Hitze. Es dampft ganz schön hier unterm Kittel. Rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie ist das Mittel aller Modellberechnungen. Die Modellberechnungen finden wir in Bund. Das ist das Beispiel für die Mitte Deutschlands, der Norden Hessens. Da haben wir in der nächsten Zeit überdurchschnittliche Temperaturen. Da gibt es noch einen kleinen Knick. Das ist die Front, die am Wochenende, speziell am Samstag im Nordwesten, nochmal Schauer und Gewitter bringen kann mit Wind. Die bringt ein bisschen kühlere Luftmasse, ehe sich das Ganze wieder aufwölbt. Aber es gibt immer noch große Unsicherheiten. Der Hauptlauf hier in hellgrün, der geht sehr früh nach oben, der bleibt oben und tanzt und schwebt da rum und denkt sich, oh, ist das schön hier oben. Und erst hinten raus will er nach unten gehen. Das heißt, auf den Apps oder all das, was aus diesem Hauptlauf generiert wird, zeigt Hitze und Trockenheit ohne Ende. Andere Läufe gehen weiter runter. Es ist ein ganz, ganz, ganz großer Range zwischen nur wenig über 0 Grad in 1500 Meter Höhe und um die 20 Grad. Und das ist viel. Erst hinten raus gleichen sich die meisten Läufe an. Und beim europäischen ECMWF-Modell ist das noch plakativer dargestellt. Hier der Gewitterregen, dann das Aufwölben der Hitze, ein kurzes Knicken nach unten und dann nochmal ein Aufwölben. Haupt- und Kontrolllauf wollen die Hitze intensiv und länger. Die anderen Member gehen ziemlich schnell nach unten und auch weit nach unten und wären dann voller Regen. Das heißt, Haupt- und Kontrolllauf zeigen beispielsweise zur Mitte der kommenden Woche und auch noch nach Wochenmitte große Hitze von über 35 Grad, keine Wolke am Himmel und Grillengezirpe, dass man sich denkt, boah, ist das ein Sommer. Diese Läufe machen Wind, Regen und kaum noch 20 Grad. Und das wäre auch möglich. Deshalb, die Unsicherheiten sind groß. Beenden wir das Ganze hier, was die Gewitter angeht und die Hitze angeht. Und jetzt habe ich noch einen ganz, ganz kleinen Nachschlag von heute Morgen. Wenn ich das damit reingenommen hätte, dann wäre die Sendung viel zu lang geworden. Wenn wir schon mal in einem Zeitstrahl über den 1. November reden, dann können wir uns doch auch mal die CFS-Läufe dazu anschauen. Das wäre Lauf 1 für den 1. November Allerheiligen. Und da habe ich gedacht, huiuiuiui, das ist aber heftig. Da wäre ein ganz, ganz, ganz großer Polarluftvorstoß, der bis Mitteleuropa vorankommen würde mit Temperaturen in 1500 Meter Höhe von minus 5 bis minus 10 Grad. Schnee wäre da bis ins Flachland möglich. Der nächste Lauf zeigt eine ähnliche Struktur. Einen komplett geblockten Atlantik und einen frühen möglichen Wintereinbruch. Temperaturen in 1500 Meter Höhe noch nicht so brachial kalt, aber trotzdem wäre es nasskalt mit Schnee im Bergland. Der nächste Lauf zeigt die gleiche Struktur. Geblockter Atlantik, dann vom Nordmeer kommt ein Tiefschnee. Später heruntergezogen, ebenfalls nasskalt, und das Ganze hier mit Temperaturen nach dem ersten Schub, der da durchgegangen wäre, mit Schnee, käme Tauwetter, danach käme schon wieder Schnee heran. Und der letzte Lauf zeigt ebenfalls hier über Skandinavien die große Kälte. Da haben wir aber weiterhin dieses Spielverderbertief, das wir auch im Sommer jetzt schon immer mal wieder hatten. Da kam die kalte Luft oder die feuchtkühle Luft voran, ehe das Tief kam und dann wieder die Hitze gebracht hat. Das ist ja dieselbe Situation erneut mit einer Luftmassengrenze, die wir jetzt haben. Das ist praktisch eine Kopie. Und in 1500 Meter Höhe hätten wir dann im Süden Deutschlands und im Alpenraum milde Luft, wo die Vögelchen zwitschern könnten theoretisch. Da um die Jahreszeit noch nicht. Und im Norden wäre es winterlich. Und jetzt alle Läufe zeigen, dass da schon einiges los ist. Und wenn man das so zusammenfasst, was wir in den letzten Wochen immer wieder beobachtet haben, das ist jetzt sehr spekulativ, nur eine Zusammenfassung der Beobachtungen eben. Der September eher mäßig,
mal ein paar nette Phasen dazwischen, ansonsten wechselhaft. Der Oktober läuft zu einer goldenen und auch milden Form auf und stürzt am Ende in den Frühwinter, zumindest mal im Berg- und Alpenvorland ab. Bis morgen.